Moin. Wir müssen über den FC St. Pauli sprechen. Ja, ich weiß, sie haben am Wochenende das erste Mal seit langer Zeit wieder verloren. Schlechtes Timing, gebe ich zu. Aber am Freitag ist Hamburg Derby gegen den HSV und St. Pauli hat den vielleicht spannendsten Trainer Deutschlands auf der Bank sitzen, der aus einem Abstiegs einen Aufstiegskandidaten gemacht hat. Aufstiegskandidat, da braucht man ein bisschen Fantasie für, jetzt nach der Niederlage gegen Braunschweig, aber jetzt wartet der HSV und der HSV ist am Struggeln, hat auch verloren gegen Kaiserslautern und St. Pauli, ja gut, die haben davor nicht wirklich gestruggelt, die haben 10 Spiele in Folge gewonnen, die ersten 10 unter ihrem neuen Trainer Fabian Hürzeler und das 11. Spiel war dann die erste Niederlage. Aber am 17. Spieltag, als Timo Schulz bei St. Pauli entlassen wurde, da lagen noch 17 Punkte zwischen dem HSV und St. Pauli. Der HSV hatte doppelt so viele Punkte. Jetzt sind es nur noch 6 Punkte. Und jetzt spielt hier der 3. gegen den 5. Fabian Hürzeler hat St. Pauli auf Platz 15 übernommen. Und die sind jetzt 5. Ich sag's nochmal. Bevor wir darauf gucken, was sind die Unterschiede zwischen ihm und seinem Vorgänger Timo Schulz, was macht er anders aus taktischer Sicht, wie lässt er spielen und so weiter, noch ein paar Worte zu ihm als Person. Fabian Hürzeler wurde in den USA geboren, ist dann aber schon sehr früh mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, ist dann unter anderem in München aufgewachsen. Letztendlich ist er beim FC Bayern München gelandet und hat da einige Jahre gespielt, auch unter anderem in der zweiten Mannschaft unter Mehmet Scholl, hat sogar sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen. Laufen bis zur U19 von Deutschland und er wechselte dann nach Hoffenheim in die zweite Mannschaft, noch zu 1860 und ist dann in Bayern beim FC Pippinsried gelandet. Mit 27 ist er dann nach Hamburg gegangen, hat dann in Eimsbüttel gespielt, aber wurde dann Co-Trainer beim FC St. Pauli und als Timo Schulz, der Cheftrainer, dann im Dezember entlassen wurde, hat er erstmal übernommen. Und wenn ich sage erstmal, dann meine ich natürlich damit, dass man erstmal gucken wollte, wie sich so ein sehr, sehr junger, unerfahrener Trainer schlägt. Und ich habe es ja schon erwähnt, hat sich sehr gut geschlagen. Und er hat vor allem seine ersten 10 Gegner geschlagen. 10 Spiele, 10 Siege, in der 11. gab es dann die erste Niederlage. Aber schauen wir mal auf die nackten Zahlen, der Unterschied zwischen Timo Schulz und Hürzeler. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an, dem Punkteschnitt pro Spiel. Der lag bei Schulz in dieser Saison bei 1,0, bei Hürzeler 2,73. Ja, das kommt halt, wenn man 10-mal in Folge gewinnt. Grundsätzlich kann man einfach festhalten, der FC St. Pauli hat mehr Tore pro Spiel geschossen und hat deutlich weniger Tore pro Spiel kassiert. Ballbesitz ist unter Hürzeler ein bisschen runtergegangen. Ich habe euch auch noch die schöne Statistik Passes per Defensive Action mitgebracht. Braucht ihr euch jetzt auch keinen Kopf drüber machen? Kommen wir später nochmal zu, aber da sieht man, unter Hürzeler ist dieser Wert gestiegen. Aber wenn wir jetzt vor allem auf die darunter liegenden Statistiken schauen, Expected Goals und Expected Gegentore, dann sieht man vor allem eine Sache und ich glaube, kein St. Pauli-Fan dieser Welt würde widersprechen, wenn man das folgendermaßen zusammenfasst. Unter Timo Schulz hatte man sehr, sehr viel Pech auch mit dabei. Spielpech, hat sehr viele Spiele auch unnötigerweise verloren, hat letztendlich underperformed und unter Hürzeler hat sich es einmal komplett umgedreht. Da gab es auch ein paar glückliche Siege, da haben die Gegner sehr, sehr viel liegen gelassen. Da hatte man eben dieses Spielglück, weil wenn wir auf die Expected Goals schauen, die sind unter Hürzeler runtergegangen und die Expected Gegentore sind sogar hochgegangen und trotzdem hat man deutlich weniger kassiert. Das Glück war zurück beim FC St. Pauli, aber jetzt einfach nur von Glück und Pech zu sprechen, das wäre natürlich ein bisschen einfach. Gleichzeitig muss man nämlich auch sagen, Fabian Hürzeler hat sehr viel, vor allem taktisch umgesetzt, was zu dieser Formumkehr geführt hat. Und ich sag's direkt mal vorab, also vor allem mit Ball werden wir nur an der Oberfläche kratzen, weil das ist ganz schön komplex, überraschend komplex, vor allem für die zweite Bundesliga. Denn ich war ganz schön beeindruckt, weil wenn man so hört, okay, da hat jetzt ein neuer Trainer in der zweiten Liga im Abstiegskampf übernommen und plötzlich fangen die an, Spiele zu gewinnen. Und vor allem, wenn man dann schaut, wie sie die Spiele gewonnen haben, nämlich viele davon ohne ein Gegentor und relativ wenig selber geschossene Tore, woran denkt man dann? An defensiven, teilweise ja auch destruktiven Fußball, wahrscheinlich. Und ich hätte nicht mehr daneben liegen können, weil was Fabian Hürzeler gemacht hat, das sind wirklich auch innovative Ideen, die er eingebracht hat. Und einen mutigen Spielstil, den man, wie gesagt, so nicht unbedingt in diesen Tabellenregionen in der zweiten Liga erwarten kann. Schauen wir zuerst mal auf, wie spielt St. Pauli in Ballbesitz. Und das ist alleine schon, was die grundlegende Spielanlage angeht, finde ich relativ untypisch für die zweite Liga. Weil hier wird auf spielerische Lösungen gesetzt. Hier wird versucht, einen geordneten Spielaufbau zu kreieren.
viel Kurzpassspiel, viel flaches Passspiel und dann auch unter hohem Druck versuchen, eben diese spielerischen Lösungen zu finden. Aber das ist noch lange nicht alles, denn jetzt kommt dieser Fabian Hürzeler in die zweite Liga und lässt zumindest in Ansätzen sowas wie Positional Play und Fluid Football spielen. Wenn ihr mit diesen beiden Begriffen nicht so viel anfangen könnt jetzt beim ersten Mal hören, falls ihr sie zum ersten Mal hört, ist nicht so schlimm. Ich werde es ansatzweise versuchen zu erklären, zumindest am Beispiel vom FC St. Pauli. Und vor allem sind das Begriffe, wenn ihr sie schon mal gehört habt, dann eher im Zusammenhang mit so Trainern wie Pep Guardiola, Johan Cruyff, Ten Hag, Arteta, Marcelo Bielsa und so weiter. Und beide Begriffe hätten definitiv ein eigenes Video verdient gehabt. Gibt es auch schon, zumindest auf Englisch, von den Kollegen von Tifo Football, habe ich euch unten mal in die Videobeschreibung gepackt. Grundsätzlich geht es darum, vor allem bei Fluid Football, dass eine Mannschaft im Ballbesitz halt sehr flexibel agiert. Es gibt Räume und Positionen, aber wer diese Räume und Positionen besetzt, ist letztendlich egal. Und in Ansätzen, wie gesagt, in Ansätzen macht der FC St. Pauli das auch. St. Pauli spielt in der Grundordnung, das was ihr beim Kicker seht oder in der Vorberichterstattung im Fernsehen, ein 3-4-2-1. Das sieht so aus. In Ballbesitz bei St. Pauli ist das alles nur das nicht. Das hat damit nichts zu tun. Alleine das ist schon sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und man braucht nur ein bisschen was von St. Pauli-Spielen unter Hürzeler schauen und sieht einfach, wie viel Bewegung und Rotation in diesem Team ist. Vor allem abseits des Balls. Also Läufe ohne Ball, Rotationen fernab vom Ball sind wirklich die ganze Zeit zu sehen, mehr oder weniger. Das ist schwierig zu verteidigen, sehr, sehr schwierig zu verteidigen, deswegen macht man das, weil damit zieht man die Verteidigung auch irgendwo auseinander, verunsichert sie, verwirrt sie, aber es birgt natürlich auch ein gewisses Risiko und ist aus taktischer Perspektive für die Spieler relativ anspruchsvoll. Ich habe euch mal mehrere konkrete Beispiele mitgebracht und fangen damit relativ simpel an, denn wir schauen jetzt mal nur auf den Spielaufbau wirklich aus der letzten Reihe. Ich habe ja gesagt, ein sehr geordneter Spielaufbau, in der Regel mit drei Spielern in der letzten Linie, so wie es auch in der Grundordnung zu sehen ist grundsätzlich. Davor eine Doppel-6, also ein 3-2-Aufbau, aber halt nicht zwingend von den Spielern, die ihr auf dem Papier da unbedingt erwartet. Hier sehen wir jetzt mal eine Situation, da seht ihr hier die Nummer 7 in der Mitte, noch alleine auf der 6. Das ist auch der nominelle Sechser, Irvine. Aber jetzt zieht der Linksverteidiger Paccarada nach innen, um eine Doppel-6 zu bilden. Und Hartl, der eigentlich auf dem Papier der zweite Sechser/Achter ist und im Ballbesitz viel, viel offensiver spielt, rückt hier aus der Offensive, also von der Zehnerposition, auf Paccaradas Position. Übernimmt sozusagen die Rolle des Linksverteidigers, damit dieser 3-2-Aufbau, den ihr hier seht, entstehen kann. Das ist noch relativ simpel und einfach umzusetzen. Und auch das nächste Beispiel soll das nur noch mal verdeutlichen. Das ist eine andere Situation, ist auch ein anderer Gegner. Und hier sieht man in der Dreierkette hinten, die sehr breit steht, auch das ist nicht gerade untypisch für St. Pauli, Paccarada als einen von diesen drei Spielern, also den Linksverteidiger. Und Saliakas, der Rechtsverteidiger, rückt ein, um eine Doppel-6 zu bilden, damit man wieder diesen 3-2-Aufbau hat. Soweit, so gut. Jetzt wird es ein bisschen wilder und komplizierter, weil jetzt zeige ich euch eine sehr, sehr typische St. Pauli-Szene aus dem Spiel gegen Heidenheim, wo das Ganze dann von ganz hinten nach ganz vorne geht und wie das dann funktioniert und in der Praxis aussieht. Dieses Fluid Football, diese fließenden Übergänge und die vielen Rotationen und die Raumbesetzung vor allem. Eine wichtige Sache habe ich nämlich jetzt noch gar nicht erwähnt, die wirklich ganz wichtig ist, wenn man eben über St. Pauli im Ballbesitz spricht. Es geht sehr viel über die Flügel. Also das Zentrum ist quasi nur als Übergangsstation da, um auf die andere Seite zu kommen, gefühlt, und am Ende das Tor zu schießen. Aber es wird eigentlich immer auf eine der beiden Seiten verlagert und auch überlagert, um dann schnell die Seite zu wechseln, eine schnelle Seitenverlagerung zu kreieren, damit der Gegner immer wieder auseinandergezogen wird und immer in Bewegung bleibt. Deswegen hält man auch die Breite bei St. Pauli. Also es sind immer, die Flügelräume sind eigentlich immer teilweise sogar doppelt besetzt. Und dann wird sehr, sehr viel mit diagonalen Bällen gearbeitet, um dann eben so nach vorne zu kommen. Ja? Und hier haben wir jetzt eben so ein Beispiel, was wirklich in a nutshell, St. Pauli in a nutshell, finde ich, unter Hürzeler ist. Hier gibt es die Balleroberung auf der aus St. Pauli-Sicht rechten Seite. Viele Heidenheimer sind hier gebunden auf der Seite. Und dann gibt es eben diesen schnellen Seitenwechsel übers Zentrum, über Paccarada übrigens, der nominelle Linksverteidiger hier im Zentrum. Der sieht den Raum
auf der linken Seite. Er wird direkt weitergespielt auf Hartl, der wieder die Linksverteidigerposition von Paccarada eingenommen hat. Und der hat viel Raum vor sich und treibt den Ball dann auch in die gegnerische Hälfte. Heidenheim macht das aber in dieser Situation sehr, sehr gut und verschiebt schnell auf die andere Seite. Dann ist die Situation eigentlich irgendwo ja, vorbei. Hartl muss auch abdrehen. Und ich überspringe jetzt einfach mal ein paar Pässe, die dann im Zentrum stattfinden. Überspringe auch, dass Hartl, der eben links hinten zu sehen war, von links erst ins Sturmzentrum durchstartet, um dann aber auf die rechte Seite rauszugehen. Und der ist der nämlich, der am Ende, und das seht ihr hier, auf dem rechten Flügel auftaucht, freies Platz hat und die Flanke ins Zentrum bringt. Zwischen Hartl links hinten und Hartl rechts vorne vergehen gerade mal 20 Sekunden. Und jetzt schaut euch mal diese Raumaufteilung an. Die ist Textbook, die will man eigentlich genauso, die findet man so im Lehrbuch, weil du willst die Flügel besetzt haben, du willst beide Halbräume besetzt haben und du willst das Zentrum besetzt haben. So weit, so gut. Das kriegen viele Mannschaften so hin, zumindest alle, die es so wollen. Aber jetzt schaut euch mal an, von wem die besetzt werden, weil das hat nichts mit den Ausgangspositionen oder den nominellen Positionen und Rollen zu tun. Die Flügel, rechte Seite, wie gesagt, Hartl, nomineller 6er/8er. Linke Seite, das ist noch relativ nah an der Ausgangsposition, ist der offensive Mittelfeldspieler der linken Seite oder linker Zehner, wenn ihr so wollt. Der linke Halbraum wird vom rechten Zehner besetzt. Der rechte Halbraum vom Rechtsverteidiger. Und das Zentrum, da haben wir zumindest ein bisschen Gewohnheit, das ist der Mittelstürmer. Okay, aber spaßeshalber habe ich euch hier jetzt auch nochmal den Spieler, der hinter dieser Front 5 agiert, eingezeichnet. Das ist Paccarada, der Linksverteidiger, der überall ist, nur nicht auf seiner nominellen Position. Kaum jemand ist da, wo man ihn erwarten kann als Gegner. Und trotzdem ist die Aufteilung einfach perfekt. Die Abstände zwischen den einzelnen Spielern, die Besetzung, es ist optimal gelöst. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr anspruchsvoll, das immer dann zu beobachten. Da muss man ständig in Bewegung sein. Wie gesagt, Fluid Play, immer in Bewegung, flexibel. Das ist aber auch natürlich taktisch ziemlich anspruchsvoll, weil als Spieler musst du immer schauen, okay, jetzt geht mein Mitspieler dahin, dann muss ich den Raum besetzen und so weiter und so fort. Ja, das ist schwierig zu verteidigen und wird von St. Pauli unter Hürzler ziemlich gut umgesetzt. Gegen den Ball, das ist der Bereich, der letztendlich zum Erfolg unter Hürzler geführt hat, weil man einfach viel, viel weniger Gegentore kassiert hat pro Spiel. Und da hat sich auch grundsätzlich einiges verändert zu dem FC St. Pauli unter Timo Schulz. Unter Schulz hat man sehr, sehr früh den Gegner versucht, unter Druck zu setzen, einen sehr hohen Block gespielt, auch mit zwei Spielern in vorderster Linie, was natürlich dazu führt, dass man relativ konteranfällig ist, was schnelles Umschaltspiel angeht, vor allem dann auch mit langen Bällen, weil einfach ja, die letzte Kette auch ziemlich hoch steht und leichter zu überspielen ist. Unter Hürzler wird deutlich zurückhaltender und auch ein bisschen passiver agiert. Im Großen und Ganzen. Ich habe ja vorhin die Statistik Passes per Defensive Action angesprochen, die unter Hürzler gestiegen ist. Und die Statistik habt ihr wahrscheinlich hier auf dem Kanal schon das ein oder andere Mal gehört. Letztendlich geht es darum, ganz grob gesagt, wie viele Pässe darf eine Mannschaft spielen, bevor man selber eine Defensivaktion initiiert. Ja, also wie zurückhaltend agiert man oder wie früh geht man rauf, ganz grob gesagt. Und unter Schulz lag dieser Wert pro Spiel bei 8,86 Pässen im Schnitt, die der Gegner spielen durfte, bevor eine Defensivaktion folgte. Unter Hürzler sind es 10,42. Das ist deutlich mehr im Vergleich. Und das sieht man auch. Also man spielt mit einer sehr viel tieferen Pressinglinie. Das Angriffspressing ist eben nicht ganz so intensiv, wird nicht ganz so früh initiiert. Man kann hier auch definitiv von einem Mid-Block sprechen, statt einem High-Block. Sprich zum Beispiel die Innenverteidiger des Gegners dürfen eigentlich machen, was sie wollen. Die wird teilweise gar nicht unter Druck gesetzt. Die Pressing-Auslöser sind dann der Pass zum Beispiel zu den Außenverteidigern oder der Pass ins Mittelfeldzentrum. Da wird dann zugegriffen und das dann auch intensiv. Und Gegenpressing nach Ballverlusten gibt es auch nach wie vor unter Hürzeler. Aber meistens lässt sich die Mannschaft viel weiter zurückfallen und dann wird auch ein 5-2-3 gespielt. Sehr kompakt, sehr eng, vor allem nur noch mit einem Spieler ganz vorne als Speerspitze, wenn ihr so wollt, dem Mittelstürmer, dann die zwei Außen.
extrem eingerückt, also gar nicht mehr so breit. Und dann dahinter eine Doppel-6. Und wenn sie sich dann noch weiter zurückfallen lassen, wie teilweise gegen Heidenheim beispielsweise, aber auch in anderen Spielen, und wirklich in diesem Mitblock agieren, dann wird das, wie ihr hier sehen könnt, auch mal ein 5-4-1. Aber auch hier habe ich unterschiedliche Dinge gesehen, also auch hier eine gewisse Flexibilität gegen den Ball. Da gibt es unterschiedliche Pressing-Auslöser, da wird gegnerabhängig auch unterschiedlich gepresst. Also zum Beispiel im Spiel gegen Fürth, die hatten, glaube ich, am Ende einen Passes per Defensive Action Wert von irgendwie 5, irgendwas. Also viel, viel weniger. Fürth wurde hoch angelaufen, hoch gepresst und früh unter Druck gesetzt. Also auch da gibt es die unterschiedlichen Herangehensweisen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, man agiert viel zurückhaltender und passiver unter Timo Schulz, konzentriert sich viel, viel mehr. Ich glaube, Hützler sagt es auch in gefühlt jeder zweiten Pressekonferenz. Man legt großen Wert auf Konterabsicherung und das sieht man einfach auch. Schlussendlich muss ich sagen, das ist extrem beeindruckend, was Hürzeler, ein so unerfahrener, so junger Coach, in so kurzer Zeit beim FC St. Pauli umsetzen konnte. Weil ich spreche gar nicht mal unbedingt von den Ergebnissen und dieser Siegesserie und dass man von Platz 15 auf Platz 5 gekommen ist, sondern allein schon technisch und taktisch, was da etabliert wurde, mitten in einer Saison, das ist stark, weil das sind innovative Dinge, das ist eine mutige Herangehensweise. Und natürlich, das darf man bei all dem nicht vergessen, man hat deutlich weniger Gegentore kassiert, als man erwarten konnte. Da haben Gegner teilweise wirklich riesige Chancen vergeben. Ich glaube, gegen Nürnberg war das zum Beispiel. Ich glaube, es war direkt das erste Spiel. Boah, da war auch Glück dabei, aber trotzdem mit einer taktischen Brille, ja, das ist mit einem großen Risiko verbunden und das traut sich nicht jeder im Abstiegskampf der zweiten Liga so zu machen. Und um neben dem Spielglück noch ein paar andere negative Dinge zu nennen, weil das kann keine reine Lobhudelei werden, weil es läuft definitiv noch nicht alles optimal, weil man spielt sich zum Beispiel insgesamt, finde ich, zu wenig Chancen heraus. Also man sieht natürlich ja, das ganze Rotieren und die ganze Bewegung. Und trotzdem kommt es am Ende dann doch relativ selten zu großen Chancen. Und wenn du so einen spielerischen Ansatz spielen lässt, man kennt das, wenn man den HSV zum Beispiel sieht, die das auch so machen. Ballverluste im Spielaufbau können dann sehr, sehr unangenehm werden und sind auch nicht eine Seltenheit. Ich bin sehr gespannt auf den Saisonendspurt von St. Pauli, was jetzt die erste Niederlage nach 10 Siegen in Folge mit der Mannschaft macht. Ich glaube, dass es sich so ein bisschen einpendeln wird, weil man hat jetzt schon echt überperformt. Ich glaube, das wird sich jetzt so ein bisschen einpendeln. Ob es am Ende für die Top 3 reicht, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Aber vor allem bin ich jetzt erstmal gespannt auf das Spiel gegen den HSV, weil letztendlich, glaube ich, würde jeder St. Pauli-Fan mir zustimmen, wenn ich sage, scheiß auf die Top 3 am Ende, wenn wir zweimal den HSV schlagen und vielleicht dem dann sogar noch die Aufstiegsambitionen und Möglichkeiten versauen. Das nehmen wir super gerne und wir nehmen es vor allem super gerne, wenn wir wissen, dass wir auf der Bank den vielleicht spannendsten Trainer Deutschlands aktuell sitzen haben. Das soll es zu Fabian Hützler und dem FC St. Pauli sein. Wie gesagt, sehr, sehr spannend wird das Spiel am Freitagabend. Wir sind natürlich live bei Twitch mit einem Watch-Along. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da schon mal gerne auf Folgen drücken, dann verpasst ihr auch keinen Stream mehr. Und hier verpasst ihr kein Video mehr, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.